So, das entschärfen wir jetzt. So. Voll ist entschärft. Ich will nämlich gucken, was in der Kiste drin ist. Jetzt wäre die Lava auf unseren Kopf gefallen hier, ja. Ja, Mist ist drin. Mist. Gibt's nicht. Ja, ihr Kühe, ihr müsst sterben, tut mir leid. Ey, da ist einfach nichts. Ja, keine Wüste hier, wa? Nichts, wir können Kilometer weit fahren und hier ist nichts. Jo. Ja, ja. Ja, hier ist irgendwo ein Spinnenspawner. Wenn ich den Kies abbaue, dann haut es mir wahrscheinlich auf die Fresse. Ja, das würde ich nicht tun. Jo, zwei Spinnen. Also ich habe genug Essen, genug Fleisch dabei. Also wir müssten eigentlich nur einen Ofen craften, was ja nicht so schwer sein sollte. Jo, schon wieder ein Skelett. Ich meine, wir haben hier Bäume für Holz und... Ey, da hinten ist nämlich das Viehdorf. Mit Brunnen und allem drum und dran. Ja, bist du da zufällig? Ich weiß nicht. Sag die Koordinaten. Warte. Ich lauf mal hin. Ich bin tot, sowas von tot bin ich. Vielleicht soll ich erstmal zu dir hinkommen. Okay, doch nicht. Also minus 685 plus 1364. Ich muss jetzt erstmal was essen, ich sterbe sonst. Ich darf mich jetzt erstmal nicht bewegen, weil sonst bleiben die Monster erstmal noch ein bisschen weit weg. Ich muss mich erstmal wieder Leben regenerieren. Und ich sollte mir langsam mal eine Eisenrüstung machen. Ich habe nämlich nur Eisenstiefel. Das kann man noch wegschmeißen, aber ich schmeiß das weg. Nehme ich Slimeballs mit. Bist du? Ja. Ja. Ich habe das NPC-Dorf markiert. Okay. Das ist dahin, du bist 257 Meter daneben. Wollen wir jetzt da? Das ist doch sinnlos, warum ist hier nichts? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, ich habe Kupfer gefunden. Na dann. Sogar richtiges Kupfer. Oh, hier sind überall diese Berge, aber nirgendwo ist hier mal eine Wüste. Ich zauber gerade mal einen Ofen, ne? Ja. Ich bin ja hier in der Nähe, also. Dann könnte man nämlich mal ein bisschen Fleisch braten. Was unsere Überlebenssicherheit, hier liegt noch Leder rum, das nehmen wir mal mit. Hol mir mal ein bisschen Slime, ne? Ja, mach das. Ja, sprauen wir es ja. Leben haben wir außerdem ja auch genug rumliegen. Auch hinter dir ist ein Creeper. Ach, der kann zwei nicht Stück. Mal. Ich nehme mir mal das Eisenschwert, bevor das... Naja, gut, das kann kaputt gehen. Ach, wie geht's euch? Habt ihr schön Spaß hier? Gesundheit. Danke. Hat mich auf mich selber gerichtet. Warum? Hier sind zwei Creeper explodiert. Ja, das war auch Gesundheit. Ja, wo ist denn der Ofen jetzt? Okay, du hast 30, ich habe auch 47. Das heißt, wir haben erstmal genug zu essen. Ja, das ist schon mal schön. 6 Kohle habe ich im Ernstfall auch noch dabei, also. Gut. Ja, dann gehen wir nochmal da in die Richtung. Wenn da auch nichts ist, ja, dann was machen wir dann? Und dann weiß ich es nicht. Dann müssen wir halt noch länger rumkutschieren. Ja, müssen wir Boote machen. Boah.
Sonst kommen wir nirgendwo hin. Hast du eine Crafting-Box? Ja, hast du, ne? Ich habe auch eine. Mach ich mal ein Boot. Zwei Boote. Oder mach du dir gerade auch eins, ne? Also ich habe jetzt eins. Brauchen wir noch? Oder machst du dir selber? Ich habe noch keinen. Oh, ich habe noch einen Platz. Ich nehme mir mal die vier Steaks hier, ne? Jo. Mach das, ich lasse noch ein bisschen was durchlaufen, ja, dann nehme ich Kohle, bis das weg ist, ne? Also kannst du die Crafting-Box mitnehmen? Weil mein Inventar ist gerade voll. Ja, ich habe keine Axt oder so dabei. Na, egal. Lass mal die Kohle noch durchlaufen und dann nehmen wir das Fleisch mit. Dann ist unser Überleben auch erstmal gesichert. Blöde, ich habe 37 ist, Level. Rüstung ist noch gut, ja. Das Blöde ist halt, ich müsste gleich Schluss machen, weil ich werde gleich angerufen bestimmt. Dass ich Schluss machen soll. Ist schon wieder soweit? Ja, schon lang. Schon seit einer 18 Minuten. Da haben wir aber heute lange auf... Oh ja, 2 Stunden 22 sehe ich gerade. Ja. Ja. Ist wieder ordentlich Zeit, runter. Ja, ich denke, dann können wir vorproduzieren. Natürlich. Morgen können wir ja unser anderes Ding vielleicht in Angriff nehmen, wie du halt eben willst oder nicht willst. Naja. Wollen wir jetzt hier bleiben und nächstes Mal weitermachen oder wollen wir jetzt auch mal ein bisschen in die Richtung fahren? Wir können nochmal in eine Richtung fahren. Ja, so, und Überleben ist gesichert. So, das musst du mitnehmen. Ich hab Fleisch nehme ich mit, Ofen nehme ich mit. Komm her. Kein Platz mehr. Wegen dem Samen, toll. Okay, dann fahren wir mal los. Nimm mal einen Wassereimer mit für, aber weißt du, was wir denn brauchen? Brumm. Mal gucken, fahr mal einfach mal in Richtung Boot. Fahr. Jetzt fährt's. Gegen eine Seerose. Dann müssen wir ein bisschen, ui. Ah, oh, hier ist nur Wasser. Was hat denn dieser Map-Generator gemacht? Da ist Öl. Da ist ein Boot. Ja, da ist auch ein Boot. Aber jetzt nichts sagen, ist gerade episch. Mit dem untergehenden Mond. Piraten. Sie wollen den Leuchtturm überfallen. Und die amerikanische Regierung lasst das Öl in die Umwelt laufen. Tut. Das Schneegebiet ist da. Doll, hat Mao noch nicht. Nee. Dann kann ja eine Wüste nicht weit sein. Ja. Eigentlich ja schon. Wie wir den Map-Generator kennen. Ich meine, wenn er schon Dschungelnehmer irgendwas hat. Oh. Tintenfische! Oh, scheiß Mistviecher, Alter, jetzt ist mein Boot im Arsch. Geil. Was haben die denn hier mit dem Map-Generator gemacht? Voll Eis und dann zwischendrin ist diese Lava-Stone oder was da drin ist. Zuckerrohr. Wie, ich habe jetzt ein Steak Zuckerrohr, willst du mich verarschen? Basalt, Cobblestone. Ja. So, weiter geht's. Und schauen wir jetzt wieder weiter mit. Oh, nee. Ey, das ist hier nur Inselhoppen. Gibt's nicht, ey. Gibt's einfach nicht. Ich flieg mal kurz hoch und schaff mir mal eine Übersicht. Ach ja. Ja, guck dir mal die riesige Ölquelle hier an. Ich fahr grad weiter. Übers Meer, ey. Ja, ich bin grad mal in den Flugmodus gewechselt und verschaff mir mal einen kleinen Überblick. Aber das ist hier echt eine ganze Insel. Ja, was? Das hab ich doch gesagt. Könnt ihr nicht einmal, nur ein einziges Mal irgendwo, irgendeine Aber Wüste. Aber Dschungel haben wir hier schon mal. Toll.
Hier schon wieder Eis. Ey, das ist nur Eis, Eiswüsten, ey. Ich weiß, ich flieg gerade, aber es ist mir jetzt auch gerade Wurst. Da ist unter Wassersand. Ob ich jetzt halt mit dem Mod flieg oder im Game-Modus flieg, es sei jetzt kein Unterschied. Sieht aus, als ob das was ist, aber das ist auch nur so ein kleines Stück. Ach, da ist was. Da habe ich, glaube ich, eine Wüste gefunden. Ja, ich habe eine Wüste gefunden. Wow, neu geladen hat der Generator. Und kaputt. So. Jetzt wird was abgebaut. Boah, jetzt haben wir da ganz schön lang gebraucht. Und ich schmeiß mal den Flint hier weg, ja. Ich frag mich, wie weit wir von unserem Homepunkt weg sind. Den sieht man hier leider nicht mehr. Ich kann mal gucken. Home ist 35X35Z274. Also wir sind schon bei 2000, also sehr weit weg. Ey, die Musik passt voll gerade. Wilden Westen. Was gibt's denn da unten? Ne? Salpetererz, was ist denn das? Salpeter. Das ist nach einem guten Nachbarn benannt. Ja, nach meinem guten Nachbarn. Oh, jetzt habe ich einen Namen gesagt. Naja, sagt ja nichts. Salpeter. Wenn man hier runter. Ja, aber der heißt Salpeter mit. Wenn man hier runter geht, da unten ist Lava. Nee, ist aber kein Lava. Ich meine, ich habe ja keinen Nachnamen gesagt oder so. Es gibt ja viele Menschen auf der Welt, die Peter heißen. Ah, wie mein Papa. Genau, siehst du? Und Salpeter ist halt. Eine Abwandlung davon. Ja, der ist aber nicht mein Nachbar. Ich glaube, ich mache mir mal einen Wegpunkt nach Wüste, auch wenn ich das gerade falsch schreibe, ist mir schwer egal. Wieso, wie schreibst du es denn? Keine Ahnung. Oh nein, ich sterbe. Oh nein, ich sterbe. So, oh nein, Wüste. Ich sterbe. Jetzt können wir auch wieder nach Hause. Ach komm, ich scheiße auf die Kohle hier. Komm, wir können, Was gibt's denn hier eigentlich? Was? Nicht reinfallen, das ist einfach nur ein Wasser. Muss die Dinger da kaufen. Ja, nicht reinfallen, dann macht er das Zeug weg, dass ich reinfall fast. Ich meine, ich mach das gerade auf, damit wir da das Wasser runterfließt. So, jetzt ist es entschärft. Gut, in der Mitte nicht, aber. Ich will jetzt hier nicht sterben, ne? Ich gehe wieder hoch. Ich bin noch nicht oben. So. Ja, ich hätte es auch nicht geschafft von der Luft her. Deswegen habe ich mich mal schnell ich jetzt mal oben, ne? So, ich hab da. Ja, der Electric Furnace ist jetzt in meinem Homepunkt, danke. Setze ich den mal gerade mal um. Arbeiten. 75 muss ich da hinschreiben. Wir sind zu Hause! So, jetzt habe ich nämlich das, was ich brauche. Soll ich das jetzt noch machen oder nicht? Ich weiß nicht. Tu es. Ach komm, let's do it. Auch wenn ich jetzt schon nicht ein bisschen muss, aber ich, hier ist ja alles voll. Ich tue jetzt den einen Firmen benutzen, ey. Ist auch voll. Als wäre es schlimmer, als ob du 5 Minuten früher ins Bett oder später ins Bett gehst. 5 Minuten? 26 Minuten. Naja. Gibt wieder Schlimmeres. Ich glaube, das muss ich dann jetzt entweder. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Meine Maus ist immer noch nicht voll aufgeladen. Aber macht ja nichts. Da haben wir 28 Seiten. Ah, da ist es, da ist es. Einfach in die Crafting-Box legen, okay. Dann habe ich das und jetzt muss ich das hier nehmen. Das da reinlegen und jetzt kriege ich goldene. Ja gut, da brauche ich auch 8 von denen, okay. Ich hab mal 3
Kakteen genommen, die platziere ich da mal auf den Sand. Ne? Nicht, dass die verbraucht sind und dann müssen wir wieder dahin. Also falsch so. Ja gut, du hast es ja markiert, aber trotzdem. Gut, funktioniert. So, jetzt habe ich alle. Jetzt brauchen wir nur noch Enderperlen, aber die können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Und ich brauche noch eine Engine, aber habe ich die nicht schon gemacht. Ja, ich habe die doch. Hey, ich habe die doch gerade gemacht. Da, 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 la, 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 la. So, ich lasse mein Inventar einfach mal so zugemüllt, wie es jetzt gerade ist. Ich tue mal das Kupfererz wenigstens raus. Hä, liegen da oben noch Pipes oder so? Hast du die? Ja, Wasserrohr liegt hier in dem Crafting Table. Die sind da drin, ich habe gedacht, die habe ich mitgenommen. Also ich brauche davon auch mehr, ne? Also. Jo, wir haben ja jetzt halt 3 Kakteen hier, die wachsen, ja? So, alles was er, also hier muss ich jetzt eine Enderperle reinmachen, dann wird dann hier Molken Ender produziert und dann kommt das da rein und dann wird dann das befüllt. So muss das sein. Jetzt brauche ich aber noch einen Stein. Oder warte mal, kann ich nicht hin? Hey, ich will das nicht bauen. Oh. Ist nichts drin. Kann ich das eigentlich abbauen? Nein, nicht so viel abbauen. Ich habe jetzt so viel im Inventar. Aber hier brauche ich es erstmal nicht. Weil ich brauche nämlich erstmal nur 2 von denen. Ich brauche halt Enderpen. Hast du nicht noch eine? Warte mal, wer kann mit dem. Mehr Kiste war die. Oh, wir brauchen mehr Kisten. Ich habe keinen Platz mehr. Wie viel Scheißdreck wir haben. Ey, weißt du, ich mache mir jetzt eine Eisenchest. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu doof. Eisenchest. So. Ah. So, da passt jetzt auch ein bisschen mehr rein. Das war nicht viel mehr, aber egal. Genau, das ist jetzt glaube ich eine halbe, ein bisschen weniger als eine Doppelkiste, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dünger, ja. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, das ist sogar eine Doppelkiste. Das ist eine Doppelkiste. Okay. Ja, also musst du einfach. Steht zwar nicht, wie das klappen soll, aber gut. Ne, du machst eine Kiste in die Mitte und tust dann Eisen rumrum. Dann wird eine Eisenchest raus. Wenn du darum dann Gold rumrum machst, wird es Goldchest und darum dann noch Diamanten. Nee, nicht komplett Diamanten. Dann wird es dann zu Diamanten und dann. Ja, ja, viel zu kompliziert. Da passt dann richtig viel rein, also richtig. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal Schluss für heute, oder? Warte mal, Eisenchest, die müssen. Nee. Gold. Ah, die gibt's ja gar nicht. Doch, hier ist die Goldchest. Genau, und dann, Dann hast du Goldschatz, 2 Diamanten und 6 Eisen kriegst du in Diamantchest und da passt so viel rein, das glaubst du nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt den Schluss, ne? Jo. Gehen wir wieder auf unsere allseits warte, ich mach hier noch Homepunkten hier am Bett. Ist aus. Ich hoffe mal, egal. Hauptsache, wir können nichts mehr produzieren. So. Ja, ich muss jetzt hier nie bei dem lauten Ofen stehen. Mach alles Zeug raus. Ach komm, kann auch weiter brennen. Na gut. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Jo. Jo. Und ja, dann tschüss. Tschüss.